Hier vom ständigen Hinterziehfahren hat sie natürlich abgeschliffen und das wird schlussendlich ein Messer. Also so geht es nicht. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist ein Eisendunger unten dran geschweißt, der wieder dicker ist. Und dann haben wir eine Kante und das ist grundsätzlich gut so. Und was wir jetzt auch noch machen können, dass das Ganze tiptop ist, hier so sättige Kleberdraht tun. Also rot-weiß gestreifte Rückstrahler oder Markierungstafeln an die Heckschaufel montieren. Die bekommt ihr von eurem Landmaschinenmech. Die sind ganz günstig, aber dafür habt ihr die Schaufel sauber markiert. Ihr habt jetzt selber gesehen, wir stoßen recht schnell an die Grenze von diesen 4 Metern. Jetzt hier eben mit 3,80, also sind wir auch sehr knapp dran. Und jetzt im Moment läuft eben die Vernehmlassung, dass die 4 Meter aufgehoben werden, dass man aber zwingend ein Kamerasystem muss haben. Also das ist noch nicht definitiv, aber es sieht sehr danach aus, dass es wird kommen. Das heisst, es ist der vordere Überhang, die 4 Meter werden aufgehoben. Ich darf von 5 Meter Überhang haben, ich muss aber ein Kamerasystem haben. Also das heisst, wir haben hier vorne drauf eine Kamera, im Traktor einen Monitor, wo ich eben links und rechts sehe, ob jemand kommt.